wie das unten jetzt schon ist. Da wir da nicht gleich dann schon Monsterparty haben, werden wir das eben noch gleich auf die Schnelle eben ausleuchten. Provisorisch, weil da brauchen wir später kein Licht mehr. Ja, das war jetzt sehr schlau. Jetzt nehmen wir einfach mal ein paar Fackeln hier rein. Die machen wir später wieder weg. Das ist jetzt nur, damit hier ein bisschen Licht ist. Dann holen wir später sowieso nochmal raus, aber das geht ja mit dem Loch hier einfacher. Gut. Dann haben wir das soweit. Dann kann ich da oben nämlich schon. Ich muss erstmal wieder runter. Sieht doch schon sehr gut aus. Unsere Spawning-Ebene. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich. Oh. Da später die Villager reinkriege. Zwei Stück brauche ich mindestens. Das ist nämlich eine. Mit nämlich eine Eisengolem-Farm. Zwar nur was Kleines, aber. Sollte funktionieren. Was wollte ich jetzt haben? Ach ja. Eimer. Dann brauche ich. Ich habe doch, glaube ich, zwei mit, ne? Aber ich brauche ja vier. Eigentlich brauche ich acht. Für die innere Etage auch. Dann hole ich mir einfach mal nochmal sechs Eimer. Ich sollte ja noch genug haben. Falls ich die nicht alle mit Lava voll gemacht habe, ich Dösenbattel, aber Lava brauche ich ja sowieso auch. Ein Eimer Lava sollte reichen, aber ich kann auch vier Stück nehmen. Kann ich mir später neu holen, brauche ich nur in die Hölle gehen. Und noch sechs normale Eimer. Da tauchen wir auf jeden Fall ins Inventar, weil ich keine Lust habe, die aus Versehen einmal anzuklicken. Falsch. Richtig. So, sind wir die auch schon mal los. Die Schnitzel. So, jetzt holen wir uns eben sechs Eimer Wasser. Dazu gehen wir einfach in unsere Brauecke. Dann müssen wir eh noch den Tränke brauen, damit wir unsere Zombie-Villager später zu Villager zurückverwandeln können. Das geht ja. Und die dachte ich mir, die fange ich mir, also versuche ein paar einzufangen. Und tu die dann mit Minecarts nach oben transportieren. So der Plan. Ob ich das aufzeichne, also mit aufnehme, weiß nicht. Weil wird ja nämlich ein paar Nachtaktionen sein. Wir warten, bis mal ein Villager-Zombie kommt. Und dann die dann mit den Minecarts hochtransportieren. Ich guck mal, vielleicht, wenn ich welche eingefangen haben sollte, kann ich das ja aufzeichnen, wie ich da eine Bahnstation, also eine Bahnstrecke halt dann hinmache und die dann da oben reinkarre. Weil das wird nicht, nichts davon wird ercheatet. Das wird hart erarbeitet. Die Sonne geht auch runter, perfekt. Können wir uns direkt in die Kiste hauen. Weil das wird ja später auch der Fall schafft für die Eisengolems. So, Sand. Damit wir hier an der richtigen Position sind gleich. Komm, den hauen wir auch noch eben weg. Kann ich dann nämlich gleich hochspringen. Hier müssen wir nicht mehr hin. Dann machen wir die Ecke jetzt zu. Hauen einfach das Wasser in die Ecken.
muss ich nur gucken, dass ich gleich... Na gut, noch ist ja ohne kein Lava. Ist also nicht schlimm, wenn ich jetzt da runterfallen sollte. Hilfe! Ist aber nicht passiert. So, jetzt brauche ich noch die anderen zwei Eimer. Die Fackeln machen wir jetzt weg. Hier kommt ja auch Wasser hin. Fackeln müssen hier keine sein. Ist ja eigentlich sogar hell genug. Ja, hier kann eigentlich gar nichts spawnen. Na doch. Noch ja. Aber gleich nicht mehr. So. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo wir das mit den Villagern hinmachen. Machen wir die dahin? Auf die Seite? Oder machen wir die auf die Seite? Lieber wäre es natürlich, wenn wir die machen auf diese Seite. Weil dann kann man nämlich, sind die weiter weg von irgendwelchen Zombies und so weiter. Und die trampeln mir auch nicht so um die Ohren rum, weil jetzt wird nämlich laut werden, wenn die sich später vermehren. Oder wir machen die hier hin. Weil hier habe ich ja vor, eigentlich die sag mal schnell, die Zombies einzufangen. Ich dachte schon, da wäre ein Skelett. Wir können die auch ruhig auf die Seite machen. Aber wer wird zu nah nach da? Na gut, komm, wir machen die auf die Seite. Dann werden wir uns jetzt eben mal nach oben stecken. Dann werde ich jetzt schon mal da den Glaskasten vorbereiten. No! So. Weil rein müssen wir hier nämlich eigentlich nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das kann weg. Geht das? Es geht. Oh. Das müssen wir nämlich dann nicht. Ich mach schon mal so einen kleinen Rand hier. Jetzt ruhig, weil ich keinen Bock habe, da runter zu segeln. Drum bin ich jetzt erstmal ein bisschen still. Könnte natürlich auch. Nein! Oh. Runter segeln wollte ich. Warum schaukelt das eigentlich so? Geht das eigentlich? Nein! Ah, Leute! Lass mich da hoch! Ich wollte ein bisschen darüber. Oh, boah, hat er mir gerade so aufgefangen. Wir machen das jetzt anders. Komm schon. Da ich ja Shift halte, ist das. Dauert langsamer. Langsamer. Länger, bis es abgebaut ist. So. Weil jetzt kann ich mich ja eigentlich hier so runterbauen. Das Glas wird nicht reichen. Auf keinen Fall. Aber das macht nichts. Dann machen wir uns einfach Neues. Oder besser gesagt, wir holen uns Neues. Nein!
Und da war es alle. Da hört man das Wasser auch nicht mehr, das ist auch schon mal gut. Gut, dann werde ich mir jetzt erstmal nochmal Glas holen. Kann schon mal zwei Wassereimer auffüllen wieder, die anderen Eimer wegbringen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit wir wenigstens schon mal den Glaskasten fertig kriegen. Obwohl... denn... da muss ja auch noch die Sortiermaschine angebracht werden, weil die droppen ja Blumen und Eisen, wenn die sterben. Und da ich ja die Blumen eigentlich nicht brauche, gucken wir mal. So, die Eimer können schon mal weg. Dafür nehme ich mal zwei Kisten mit. Trichter brauche ich auch noch. Ja, die muss ich mir dann noch craften. Craften. Ich brauche Redstone-Verstärker. Ich brauche Comparators. Und ich brauche Schilder. Und ich brauche Redstone. Und ich brauche Redstone-Fackeln. Stück müssten eigentlich reichen. Locker, locker, locker. Was wollte ich denn jetzt noch haben? Ach ja, Glas. Deswegen war ich auch eigentlich hier. Könnte ich mir eigentlich mal wieder ein bisschen Sand in den Ofen hauen für Glas. Vorsicht, aber wie viele Stecks haben wir noch? Nur noch vier. Mal, ach, mir ist auch noch. Ach nee, das ist Sandstein. Dann ist hier nur Sand. Alles klar. Fünf Portionen sollten reichen. Gucken wir mal, was aus den Öfen überhaupt noch was drin. Jo, Steine. Und die müssen wir dann auch noch wegbringen. Das machen wir später. Das muss auf jeden Fall später gebrannt werden. Gut, 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 gut. Jetzt huschen wir erstmal zurück. Die Redstone-Sortieranlage, die werde ich aber erst später... aufbauen. Ah, da brauche ich zwei verschiedene Kisten. Ich brauche zwei verschiedene... Das muss ich mir dann nochmal genauer anschauen. Wo muss ich jetzt hin? Hier muss ich hin. Soweit, so gut. Mein Bett ist, hier. Aufstellen. Workbench. Aufstellen. So. Glas. Einmal, zweimal, dreimal. So. Doch, war da richtig. Oh, huh. So, das soll uns erstmal genügen. Da wird schon wieder Nacht gerade. Ich denke schon gerade, warum wird es dunkel? So weit, so gut. Ach ja, den Glaskasten wollte ich noch dran bauen, ne? Ja, das machen wir noch eben. Bevor ich eine kleine Aufnahmepause mache, damit ich den schon in der richtigen Position habe.
So, Sand sollten wir eigentlich genug haben, damit ich da, mich da eben hochstecken kann. Weil da werde ich nämlich nicht mehr reinspringen können. Ich glaube, ich werde mich mal hier hochstecken. Jo, komme ich dran vorbei. Sieht zumindest so aus. Das ist ja mal gut geschätzt gewesen. Das war wirklich gut geschätzt. Da müssen wir natürlich gucken. So. Ja, warte, machen wir mal so, geht schneller. Das wird auf jeden Fall der Kasten sein, wo die später drin sind. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich nicht selber hier drin einsperre. Dann werde ich einfach mit der Bahnschiene hier reinfahren. Brauchen nur zwei Stück reinkommen. Und dann können die sie hier vermehren. Und dann sollten hier drin die Eisengolems spawnen. Irgendwann. Nach Ewigkeiten. Warte mal, ich könnte ja mal die Wasserstuhltechnik probieren. Das habe ich ja schon lange nicht mehr ausprobiert. Das heißt, Wasser runter, Wasser wegnehmen und einfach runterfahren. Dann bricht man sich wenigstens nicht die Knochen. Perfekt. So, jetzt muss der Rest von dem Kackstift, der muss noch weg. Ah. Ja, willst du da deine Kunststücke vollbringen und da drauf jumpen, dann geht das nicht. Dann muss man es doch wieder so machen. Immer noch nicht. Jetzt aber. Gut, haben wir alles? Ich denke mal schon. Dann müssen wir nur noch Lava reinmachen. Das heißt, die Tötungsmaschine muss da noch rein. Da werden wir dann später schon mal so einen kleinen Weg runterbauen. Damit wir ihn schon mal mit Schienen auslegen werden. Muss ich mir ja noch Antriebsschienen machen, dann muss ja noch, die müssen ja bepowert werden. Hier muss dann noch, wie gesagt, die Sortiermaschine hin. Da muss ich mir aber noch genauer mal anschauen, wie das war. Weil das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr, weil da müssen nämlich die andere Redstone-Truhe. Ich brauche eine Redstone-Truhe, wie war das immer? Ach, schaue ich mir nachher nochmal an. Oder ich meine welche aus Iron Chest, die sind ja einzeln. Aber das schaue ich mir noch an. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut. Mache mich noch schlau, wie der Rest aufgebaut werden muss. Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Entschuldigung. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielleicht hänge ich die Aufnahmesession heute nochmal dran. Auf jeden Fall cutte ich jetzt erstmal hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Session. Bis dahin sollte das eigentlich schon so weit stehen. Haut rein, Leute. Ciao.